Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen Devisenradar am Freitag, dem 16. Januar, hier zum Wochenabschluss. Und ich grüße wieder zum JFD Devisenradar. Und wir wollen uns ja zunächst erstmal wieder dem widmen, was uns gestern alle bewegt hat. Ganz kurz noch, was hat sich seither getan? Wir gehen noch mal kurz beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken auf die Situation ein. Und wir sehen hier diese gestrige monströse Kerze. Wir haben dazu ja den Sonderbeitrag gefahren und hier die aktuelle, heutige, ja, bisherig vorsichtig ausgedrückte Erholung. Ganz klar, die meisten US-Dollar-Schweizer-Franken-Paare, die denn hier so herumfleuchen, haben aufgrund der gestrigen starken Abschläge von ja bis zu über 1000 Pips, weit über 1000 Pips, wie zum Beispiel der Euro gegenüber dem Schweizer Franken, hier Erholung von mehreren hundert Pips gefahren. Aber im Kontext dessen, was gestern passiert ist, ist das hier alles noch eine kleine Luftnummer. Letztlich, die Schweizer Franken-Pairs sollte man in den kommenden Tagen mit Vorsicht genießen. Sämtliche Paare, die mit dem Schweizer Franken zu tun haben, also hier in Schweizer Franken gehandelt werden oder der Schweizer Franken selbst gegenüber einer anderen Währung, soll heißen, hier lieber mal abwarten, was da noch kommt. Es dürfte, wie gesagt, noch einiges nach außen brechen in Sachen diverser Schieflagen, die sich hier der ein oder andere Investor, Hedgefonds oder auch andere Institutionen eingefahren hat. Der Monatschart, wie hier auch gestern schon mal dargestellt, in seiner Würze hier, ja, technisch jetzt im Nachgang nochmal bewertet in Form eines sich ausdehnenden Dreiecks, bietet sicherlich noch einiges an Spielraum nach unten. Die Parität, meines Erachtens sicherlich eine Marke, die mittelfristig dauerhaft unterschritten werden sollte. Gerade im Zuge dessen, dass wir in der kommenden Woche ja die EZB-Sitzung haben und hier quantitativ Easing erwarten, in Form dessen, dass es hier dann durchaus ja, eine weitere Euro-Abschwächung geben dürfte, die sich dann natürlich wiederum hier auch enorm auswirken könnte. Euro-Schweizer Franken will ich mich, wie gesagt, gar nicht weiter aufhalten. Wir warten erstmal ab, wie sich das in den nächsten Tagen darstellt. Widmen wir uns da jetzt dem nächsten Paar, was wir uns anschauen wollen, der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, nämlich auch der Yen war gestern mehr oder weniger dann stark gesucht im Sinne der Unsicherheiten an den Märkten. Der Yen da hinlänglich bekannt als ja, sicherer Hafen, also ein Zuströmungsort, wenn es da irgendwelche Unsicherheiten gibt. Und wir hatten auch gestern dahingehend schon festgestellt, dass hier nicht nur der Euro, der Yen, der Euro und der Schweizer Franken, sondern auch der Yen enorme Volatilität erfuhr. Aber was macht eigentlich der US-Dollar-Yen? Wir sehen hier im Wochenchart-Intervall, was wir uns jetzt gerade mal groß auf den Schirm holen, natürlich einen generell ausgeprägten Aufwärtstrend, der allerdings hier seit ja, Dezember, seit Mitte Dezember hier zur Schwäche neigt. Jetzt sind wir hier aktuell in einer Phase, in einer Zone, die interessant ist. Daher Obacht geben, was in den nächsten Tagen, Stunden passiert. Gehen wir hierzu nochmal jetzt vom Wochen in den Tageschart, strukturieren wir das Bild sozusagen klarer. Und da sehen wir hier dieses Kerzentief vom 16. Dezember, welches hier bei 115,52 lag. Und ja, dieses Niveau ist inklusive der gestrigen Handelstage, des gestrigen Handelstages und auch wenn wir das ein Stück weit hochziehen, sozusagen als Zone klar definierbar. Also als mögliche Supportzone, die hier für eine Gegenbewegung sorgen könnte. Natürlich haben wir immer noch die großen Unsicherheiten im Markt, das ist nicht zu bestreiten, das wird auch heute höchstwahrscheinlich anhalten, aber rein statistisch gesehen haben wir hier mit Freitag beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen während der vergangenen 52 Handelswochen den bullischsten Tag. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, wir haben den Wochenchart gerade gesehen, der Trend geht von links unten nach rechts oben, also wir haben hier eine generelle Aufwertungsphase und Sie sehen auch hier an diesen Wochentagen während der letzten 52 Wochen, gibt es keinen Wochentag, der im Schnitt negativ geschlossen wurde. Natürlich, Sie sehen ja, 52% sind nicht 100%, aber 52% sind eben doch schlechter als 64. Aber man sieht, dass hier grundsätzlich positive Tage in der Masse generiert wurden. Insbesondere der Freitag hier hervorsticht als klar bullischer Tag. Das im Einklang dessen, dass wir hier dieses Support-Level vor uns haben, an dem der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen auch in den Morgenstunden bereits wieder abprallte, erweckt doch ein relativ interessantes Bild für den laufenden Handelstag. Gehen wir daher in den Stundenchart und tauchen noch tiefer ins Geschehen ein. Wir haben, Moment, da gehe ich nochmal kurz zurück in den Tageschart, also hier diese Supportzone, die sich lokalisieren lässt auf der Unterseite und hier oben haben wir im Bereich 1770, das war eigentlich eine Unterstützung, der ein oder andere Leser
der vergangenen US-Dollar-Yen-Analysen wird es wissen. Hier dieser Bereich noch ein Stück weit höher ist als Unterstützungslevel unlängst gebrochen worden. Gestern gab es noch einen kleinen Pullback Intraday und dann eben den Rausch nach unten. Und jetzt ist eben die Frage, was spielt sich hier ab? Wir haben hier wieder eine kleine Range beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Und wenn wir jetzt es schaffen, im Sinne des positiven Wochentages hier diese aktuelle Erholung, und der US-Dollar gegenüber dem Yen, über dem japanischen Yen ist schon 98 Pips gelaufen, das darf man nicht vergessen. Also wir haben heute schon eine starke Aufwärtsbewegung erfahren. Es gibt immer Over-Range-Days, gestern ja auch allein 205 Pips der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Das heißt, er kann natürlich hier noch ein Stück weit raufgehen, aber wir sehen zumindest hier heute diesen Stabilisierungsversuch. Rein statistisch haben wir auch hier, wenn wir jetzt 98 Pips gelaufen sind, rund 140 Pips noch zu erwarten. Das heißt, Intraday ist hier noch Luft nach oben schrägstrich unten von rund 40 Pips. Und vor dem Wissen, dass wir hier bei 117,70 und hier unten bei 115, ja, 80, 115,90 ein Support-Level haben, darf man natürlich jetzt mal hier schauen, wie die Sache im Stundenchart aussieht. Wir bewegen uns aktuell noch unterhalb des Daily Pivot Points. Bleiben wir per Stundenschlusspreis unterhalb von 116,67, ist entgegen des möglichen bullischen Tages durchaus davon auszugehen, dass wir hier nochmal die Tiefs testen. Auch hier, wie gesagt, diese Tiefs vom 16.12. vielleicht sogar ausloten. Das heißt, wenn wir nochmal 40 Pips nach unten Spielraum haben, natürlich können wir dann hier in Richtung Support Level 1 vom Pivot Point gehen. Aber unterhalb des Daily Pivot Points sieht es eben doch etwas beängstigend aus. Gehen wir per Stundenschlusspreis darüber, dann sieht es durchaus gut aus, dass wir hier in Richtung des Resistance Level 1 117,45 ansteigen könnten. Das muss man ganz klar unterstellen. Man hätte auch dann hier etwas lapidar, schräge Trendlinien sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber man hätte dann auch hier sozusagen einen Kontaktpunkt, machen wir das mal so, was genauer, einen Kontaktpunkt des kurzfristigen Abwärtstrends. Also hier wirklich, wenn wir über 116,67 per Stunde rausgehen, sieht das gar nicht mal schlecht aus, dass wir einen weiteren Erholungsimpuls fahren können. Das wäre im Prinzip die Einschätzung zum US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen am heutigen Tag. Euro-Schweizer Franken, wie gesagt, mit Vorsicht begutachten und hier nicht blindlings jetzt wieder versuchen, da irgendwelche starken Impulse zu traden. Ich denke, da kommt noch das ein oder andere. Ansonsten hier, wie gesagt, US-Dollar-Yen relativ interessant, aber aufgepasst, es wird sicherlich auch viel von den Indizes abhängen, wie die denn heute noch aus dem Wochenhandel gehen wollen. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal vielen Dank für Ihr Einschalten, liebe Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann übrigens auch der Start der JFD Live-TV-Sendung, das heißt am Tag ein bis dreimal dann ad hoc, ähnlich wie dem Devisenradar, dann eben aber alle Underlyings, die die Multi-Asset-Klasse bietet. Das heißt, wir könnten dann hier auch durchaus mal Viva JFD Live Trading TV, den DAX Intraday unter die Lupe nehmen oder den Goldpreis oder auch den Bund Future oder die ein oder andere Aktie. Das, wie gesagt, werden wir dann immer zeitgerecht ankündigen im JFD Desktop. Das heißt, da gibt es eine Meldung in 15 Minuten, startet praktisch eine Live-Sendung und dann werden wir immer die ein oder andere Intraday-Beschau durchführen. Gut, jetzt ist doch klar, wie wir hier den Tag beenden werden, nämlich mit weiteren Analysen und interessanten Statements. Ich hoffe, Sie hatten eine spannende, angenehme Handelswoche und würde mich freuen, wenn Sie in der kommenden Woche wieder dabei sind. In diesem Zusammenhang vorab schon mal ein schönes Wochenende und beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.